Hey Leute und willkommen zu einem neuen Video hier aus Italien. Ich bin immer noch in Florenz und möchte euch mit diesem Video 10 interessante Dinge beibringen, die man unbedingt beachten sollte, wenn man nach Italien reist und essen möchte. Als erstes sei gesagt, dass Essen in Italien praktisch eine Religion ist. Es genießt einen sehr, sehr hohen Stellenwert und dementsprechend sollte man sich respektvoll gegenüber dem Essen verhalten. Und das führt mich auch direkt zum zweiten Punkt. Nehmt euch Zeit fürs Essen. Denn wenn man das Essen im Laufen oder im Stehen zu sich nimmt, dann ist das indirekt eine Beleidigung gegenüber dem Koch bzw. der Person, die es für einen liebevoll zubereitet hat. Von daher setzt euch und entspannt euch und genießt das Essen und eventuell genehmigt euch dazu auch noch einen leckeres Glas Rotwein. Das führt mich dann auch direkt zum dritten Punkt, denn Rotwein und Pizza gehören nicht zusammen, wie man es vielleicht so aus der Werbung oder aus anderen europäischen Ländern kennt, zumindest wenn man den Italienern Glauben schenken möchte, denn die meinen, dass Rotwein ein viel zu edles Getränk ist, um mit Fastfood wie zum Beispiel Pizza kombiniert zu werden. Und wenn man so drüber nachdenkt, macht es ja eigentlich auch Sinn, denn wirklich guter Rotwein geht so ein bisschen unter, wenn man es mit fettiger Pizza kombiniert. Bleiben wir auch direkt beim Thema Pizza, denn die Pizzen hier, die sind deutlich geringer belegt, als man es vielleicht aus anderen europäischen Ländern kennt. Die Italiener, die legen in erster Linie Wert auf gute Zutaten und eine hohe Qualität bei diesen Zutaten. Und da wäre es irgendwie komisch, wenn man es vollstopfen würde mit vielen verschiedenen Sachen und dann diese einzelnen sehr feinen Geschmäcker, wie zum Beispiel Büffelmozzarella, nicht mehr richtig rausschmecken kann. Von daher seid drauf gefasst, dass auf eurer Pizza nur ein bisschen Tomatensauce, ein paar Stücke Büffelmozzarella, Mozzarella und ein Blatt Basilikum drauf ist und nicht wie zu Hause Chicken Soße, Barbecue Soße, Paprika, was auch immer. Dadurch sättigen die Pizzen dann natürlich auch nicht so, aber bei einem Preis von 5 bis 8 Euro kann man sich auch gerne nochmal eine zweite nachbestellen. Wenn es nach den Italienern geht, sollte man verschiedene Fleischarten nicht miteinander mischen. Ihr werdet hier also keinen Grillspießteller mit Schweinefleisch, Rindfleisch und Lammfleisch finden, sondern immer nur wirklich eine Art Fleisch auf dem Teller. Und was man auch machen sollte, ist, dass man die Vorspeise auf die Hauptspeise bzw. andersrum abgleicht, so dass man wirklich nur eine Art Fleisch über den ganzen Abend isst. Das kann man aber natürlich so machen, wie man möchte. Die Italiener empfehlen es aber so. Und damit kommen wir auch direkt zum nächsten Punkt, denn die Italiener, die teilen es nicht klassisch in Vorspeise und Hauptgang ein, sondern sie haben ganze 4 Gänge beim Essen. Als allererstes kommen die Antipasti. Das sind in der Regel Käse, Wurst und manchmal auch ein bisschen gegrilltes Gemüse. Und den Teller, den teilt man sich meist mit den anderen am Tisch so ein bisschen als Warm-up-Appetizer. Als nächstes kommt dann das Primo. Das könnte man mit Vorspeise übersetzen, ist aber dann doch ganz anders hier in Italien. Denn dort werden meist Nudeln oder Reis serviert, also zum Beispiel Risotto oder Tagliatelle oder Spaghetti und das Ganze meist in einer kleineren Menge, als man es normal gewohnt ist. Man sollte auf jeden Fall aufpassen, dass man sich nicht zu viel bestellt, denn als nächstes kommt dann noch das Secondo, also der Hauptgang, und das ist meist Fleisch oder Fisch und zwar ganz ohne Beilagen. Das Fleisch wird dann einzeln auf einem Teller maximal mit ein bisschen Salat serviert und Beilagen kann man sich dazu extra bestellen, wie zum Beispiel dann Bohnen oder sonstige Sachen. Reis und Nudeln findet man aber nicht bei den Beilagen, die gab es ja schon im Primo. Und wenn man dann noch nicht geplatzt ist, dann gibt es auch noch Dolce, also etwas Süßes, zum Beispiel Tiramisu oder irgendwas anderes richtig Leckeres. Dessert ist eine absolute Königsdisziplin und die Italiener beherrschen es. Natürlich ist es kein Muss, sich jeden Abend durch 4 Gänge zu futtern, denn es ist absolut kein Problem, wenn man zum Beispiel die Antipasti weglässt oder auch mal das Primo. Das Secondo würde ich persönlich nicht weglassen, weil es schon eher merkwürdig ist, wenn man in guten Restaurants sich hinsetzt und dann nur ein Primo isst. Das ist ja so wie in Deutschland, als ob man sich da eine Vorspeise bestellt und dann zahlt. Ich finde das System etwas gewöhnungsbedürftig, weil man im Grunde aus Deutschland ja die Spaghetti und das Risotto als Hauptgang gewöhnt ist. Und dadurch kommt es einem so vor, als ob man eben 2 Hauptspeisen essen würde. Ist natürlich auch irgendwie ganz cool, weil beide Mengen auch darauf angepasst sind und etwas weniger sind. Aber es ist trotzdem eine Umstellung. Jetzt, wo ihr über die Reihenfolge vom Essen Bescheid wisst, wollt ihr vielleicht direkt ins nächste Restaurant gehen, aber aufgepasst, es könnte sein, dass es gerade zu hat, denn die Italiener, die haben sehr geregelte Essenszeiten und dadurch sind die Restaurants meist nur von 12 bis 15 Uhr fürs Mittagessen und dann nochmal von 19 Uhr bis 23 Uhr ungefähr plus minus eine Stunde offen und dadurch kann es natürlich zu bösen Überraschungen kommen, wenn man zum Beispiel um 16 Uhr, nachdem man angekommen ist, essen gehen möchte, so wie es mir passiert ist und dann irgendwie jedes Restaurant, das einigermaßen gut aussieht, zu hat. Natürlich gibt es zwischendurch auch immer noch so kleine Panini-Läden,
Läden zum Beispiel, die den ganzen Tag offen hat, genauso wie kleinere Imbissbuden und sowas. Aber diese Öffnungszeiten, die sollte man unbedingt beachten, wenn man in ein richtiges Restaurant gehen sollte. Es ist auch ratsam, sich einen Tisch reservieren zu lassen, denn dadurch, dass die Italiener alle um nahezu so 20 bis 20:30 Uhr essen gehen, wird es in dieser Zeit extrem voll in den guten Restaurants und man läuft Gefahr, dass man keinen Tisch mehr bekommt oder auch lange anstehen muss. Von daher unbedingt mal erstmal nach den Öffnungszeiten schauen und dann auch direkt einen Tisch reservieren in den guten Restaurants, damit man auf der sicheren Seite ist. Das Brot, das euch serviert wird, wenn ihr euch im Restaurant hingesetzt habt, bleibt für das komplette Essen auf dem Tisch. Ihr müsst euch also nicht wie in Deutschland beeilen und das Brot schnell mit der Vorspeise verschlingen, sondern es ist ganz im Gegenteil dafür gemeint, dass ihr damit noch die Pastasoße zum Beispiel oder sonstige Flüssigkeiten von eurem Teller aufsaugt und mit dem Brot zusammen genießt. Das Brot hier in Florenz ist aber ziemlich gewöhnungsbedürftig und ich persönlich bin kein allzu großer Fan davon, denn es wird beim Backen auf Salz verzichtet und dadurch geht auch der komplette Geschmack vom Brot flöten und das Brot schmeckt sehr pappig und wirklich sehr, sehr, sehr neutral. Ich persönlich mag es gar nicht, aber es hat historische Gründe, wieso das so ist. Denn im 15. Jahrhundert, glaube ich, gab es eine Auseinandersetzung zwischen Pisa und Florenz, in der Pisa die Salzlieferungen nach Florenz blockiert haben und die Florentiner, stur wie sie zu der Zeit waren und auch heute vielleicht noch ein bisschen sind, haben sich gedacht, ja, dann backen wir halt einfach ohne Salz, ist uns doch egal. Und dementsprechend wurde das auch bis heute so beibehalten. Ich persönlich bin kein allzu großer Fan von salzlosem Brot. Könnt ihr mal ausprobieren, wenn ihr selbst Brot backt, aber es schmeckt einfach nicht. Seid nicht überrascht, wenn ihr auf der Rechnung 2 Euro pro Person mehr berechnet bekommt. Das wird meist als Coperto vermerkt und ist praktisch das deutsche Gedeck. Also zahlt ihr für die Teller, für das Besteck und für das Brot, was euch bereitgestellt wird. Und das wird pro Person berechnet, ist meist 2 Euro. Ich glaube, das gibt es auch nicht in allen Restaurants, aber ich habe es in vielen gesehen. Ich hoffe, ihr fühlt euch jetzt gut vorbereitet auf den nächsten Italienurlaub. Ich komme auf jeden Fall bald wieder, denn es gibt noch so viele leckere Sachen hier zu probieren. Einige Sachen habe ich letztens probiert und da auch meine Kamera mitgenommen. Wenn ihr das Video sehen wollt, dann klickt oben rechts für euch, ich glaube es ist rechts für euch, auf auf die Infocard. Da verlinke ich euch nochmal mein What I Eat in a Day Video. Ziemlich lecker und interessant. Ich wünsche euch viel Spaß jetzt noch und bis zum nächsten Mal. Euer Julian, ciao.